Das internistische Fachärztezentrum ist viermal im Münchner Osten vertreten. Insgesamt stehen 40 professionelle und sympathische Mitarbeiter für ihre Anliegen bereit. Das internistische Zentrum in Heimstetten ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die nahegelegene Bushaltestelle hat direkte Anbindung an U- und S-Bahn. Für Besucher mit dem Auto stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Das internistische Zentrum hat eine neue Servicezentrale. Hier sprechen wir mit dem Internisten und geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Hubert Schöppel, der zusammen mit Frau Dr. Heinzinger die Einrichtung 1992 gegründet hat. Grüß Gott, mein Name ist Hubert Schöppel. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter unseres internistischen Zentrums in Kirchheim-Heimstetten. Mittlerweile haben wir Filialen in Poing, in Ebersberg und in Haar und wir versorgen in unserem Hauptstandort und auch in unseren Filialen unsere Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Magen-Darm-Erkrankungen, mit Stoffwechselerkrankungen und mit Gefäßerkrankungen. Also wenn man so will, sind wir in der Lage, einen Patienten, der internistische Probleme hat, von Kopf bis Fuß, von innen nach außen zu versorgen. Und das machen wir natürlich sehr gerne, insbesondere in Zusammenarbeit mit den Hausärzten hier in der Region. Wir befinden uns jetzt hier gerade in unserer neuen Servicezentrale, denn es ist ja klar, je größer wir geworden sind, umso komplexer ist die Logistik, also sprich die Terminannahme, die Rezeptvergabe, die Vermittlung der Patienten. Und mit diesem Neubau hier, also mit dieser Servicezentrale, denke ich, ist es für Sie sehr viel angenehmer, dass Sie eben diese Dienstleistungen von uns bekommen können. So, ich würde sagen, ich zeige Ihnen ein bisschen was von der Praxis und von unseren einzelnen Abteilungen hier im Haus und Sie haben dann auch die Gelegenheit, einige unserer Kollegen aus den verschiedenen Fachrichtungen kennenzulernen. Wenn ich das vielleicht kurz zeigen kann. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie hier reinkommen, sich an unseren Annahmestellen eben Rezepte abzuholen, Termine zu vereinbaren. Unsere Damen freuen sich, wenn sie kommen und gehen dann von hier aus weiter in unsere Praxisräume, um dann dort eine Diagnostik oder eine Therapie zu bekommen.